Im heutigen Video möchte ich mit euch gerne über das Thema Selbstverletzung sprechen. Guten Tag, heute bin ich auf dem Weg nach Ludwigsburg. Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Und zwar soll es heute darum gehen, was mich wirklich an meiner Behinderung stört. Wenn sie merken, dass man ganz normal mit mir reden kann, dann vergessen sie halt auch, dass ich blind bin. Hi, mein Name ist Luis Espa. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe eine Behinderung, aber für mich ist es gar nicht so schlimm. Meine Behinderung kommt eigentlich davon, dass ich zu spät aus der Fruchtblase genommen wurde oder geholt wurde. Ich habe vom Fruchtwasser getrunken und dadurch sind die Zellen im Gehirn eben geschädigt worden. Mein Name ist Seja Korn und ich habe im Januar 2017 eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Ich wohne hier in Berlin und bin seit meinem 12. Lebensjahr durch einen Autounfall völlig erblindet. Mein Name ist Raul Krauthausen, ich bin auf einen Rollstuhl angewiesen und ich lebe ein selbstbestimmtes Leben in meiner eigenen Wohnung. Ich bin einer von 10 Gründern des gemeinnützigen Vereins Sozialhelden. Wir setzen uns seit 11 Jahren für soziale Belange ein und seit ungefähr 6 Jahren für das Thema Menschen mit Behinderung und Inklusion, Barrierefreiheit. Ich selber bin Rollstuhlfahrer, wobei es, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, was für eine Behinderung ich habe. Fakt ist einfach, dass ich im Rollstuhl sitze und auf Barrierefreiheit angewiesen bin. Hallo ihr Lieben, heute ist mein erstes richtiges Video und ich habe vor, euch zu erklären, was denn genau Spina Bifida überhaupt ist. Ich bin Lea Marleen, ich bin 18 Jahre alt. Meine Erkrankung nennt sich Spina Bifida. Es wird auch offener Rücken genannt in der Umgangssprache. Es ist ein Defekt der Nerven im Rücken. Die sind sozusagen nicht zusammengewachsen und dadurch ist halt eine Lähmung bei mir in den Beinen. Und dadurch kann ich halt nicht so gut laufen wie andere. Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute habe ich ein Video über meinen Skills-Koffer vorbereitet und zwar geht es dabei um das Thema Borderline. Ich heiße Angela, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe verschiedene Erkrankungen. Ich habe unter anderem Borderline, hatte eine posttraumatische Belastungsstörung. Also das hat sich quasi dann daraus entwickelt, weil es einfach chronisch wurde. Dann außerdem eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Und das Ganze wird eben dann phasenweise auch immer wieder von Depressionen begleitet. Moin, liebe Leute. Ihr habt es bestimmt schon vermisst, seit 3 Wochen kein Video mehr, egal. Ich habe mir auch überlegt, jetzt regelmäßiger Videos zu machen. Ich habe den YouTube-Kanal schon vorher gehabt, dann habe ich irgendwann entdeckt, Moment, du kannst ja auch selber Videos machen. Und dann kam eben dieses Video, Erklärung meiner Krankheit, das war eben so die Geburtsstunde, sage ich mal. Und dass das so eingeschlagen ist, dieses Video, das ist der Wahnsinn. Hallo, hier ist Luis Espa. Und dann habe ich gedacht, mach doch einen Kanal, der sich nur um die Behinderung dreht. Und ich will eben damit erreichen, dass mehr Leute erfahren, wie es einem wie mir geht. 200 Gramm. Ich bin sehr vernetzt und finde es auch wichtig, dass ich da eben den Leuten eben berichte, was ich so mache. Merken Sie was da ist? Ja. Was ist denn da? Ich glaube, da ist so ein Baum und da drumherum ist der Rahmen, wo noch Erde ist. YouTube, da kann man noch mehr Menschen erreichen als mit meiner Webseite. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, also, dass wir uns eine Kamera besorgen und er mich dann halt bei meinen Aktivitäten filmt und dass ich das bei YouTube reinstellen kann. Da habe ich dann auch gemerkt, dass die Leute auch sehr interessiert. Also ich habe schon dadurch viele Anfragen bekommen und dass die Leute es einfach auch ganz toll finden, dass sie endlich mal so in die Welt eines blinden Menschen eintauchen können. Und das ist mein Anliegen auch. Um festzustellen, was das hier für ein Euroschein ist, habe ich ein Hilfsmittel. Das ist eine Schablone. Da kann ich dann, wenn ich ihn wirklich ordentlich einlege, feststellen, was es für einer ist. 20 Euro sind das. Man kann auch Münzen hineinstecken. Brauche ich aber nicht,
weil die Münzen alle unterschiedlich groß sind und die Ränder auch unterschiedlich geriffelt sind. So kann ich das gut feststellen. Wie ihr wisst, bin ich Borderlinerin und bei Borderlinern ist es ganz oft so, dass die Emotionen ganz, ganz stark sind, dass die auch sich ganz schnell steigern können und dann kommt man eben ganz schnell in emotionale Krisen und reagiert über und dann entsteht ein Wahnsinnsdruck. Und dieser Druck führt dann eben dazu, dass es zu solchen selbstschädigenden Verhalten kommt, wie zum Beispiel Selbstverletzungen oder Suizidversuche oder Drogenmissbrauch. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Gerade wegen diesem Borderline-Video, da habe ich ja ziemlich viele Reaktionen drauf bekommen und auch ganz viele Nachrichten von Betroffenen, die dann auch geschrieben haben, dass sie es richtig toll finden, mir irgendwie ihre Geschichte erzählt haben, wenn man halt viel zu selten drüber redet. Und ich möchte halt einfach, dass dieses Thema enttabuisiert wird, weil ich das... Also eigentlich, finde ich, sind wir heute in einer Zeit, wo wir eigentlich modern genug sein sollten, dass psychische Erkrankungen kein Tabuthema mehr sein müssen. Ist nur leider trotzdem bei vielen so. Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein Video von mir. Und zwar soll es heute darum gehen, was mich wirklich an meiner Behinderung stört und was ich gerne ändern würde, sag ich mal so. Also es ist ja im Großen und Ganzen so, dass ich mit meiner Behinderung gut klarkomme. Das denke ich, haben auch schon die meisten aus meinen Videos rausgehört und kann man vielleicht auch merken. Aber klar, es gibt auch Dinge, die man gerne ändern würde, sich wünschen würde, dass sie nicht da wäre. Spina Bifi, da gibt es auf YouTube nicht so viel und wenn dann eigentlich nur im englischsprachigen Raum. Und da kam mir einfach die Idee, sowas müsste es doch eigentlich auch mal auf Deutsch geben, dass du Betroffenen helfen kannst, dass du Leute aufklären kannst, was das überhaupt ist. Ich bin jetzt noch kein großer Kanal, ich habe jetzt noch nicht so viele Abonnenten, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Ich glaube auch, dass Social Media Menschen verändern kann und würde sogar nicht ausschließen, dass es mich irgendwie verändert hat. Ich versuche immer mal wieder auch so ein bisschen wieder runterzukommen. Ich habe halt auch keine Lust, immer nur der frustrierte Behinderte zu sein, der immer nur meckert und mosert, sondern auch gerne mal was Witziges macht. Und bei der bin ich ja auch. Im heutigen Video möchte ich mit euch gerne über das Thema Selbstverletzung sprechen. Und zwar insbesondere darüber, warum Menschen sich selbst verletzen, warum ich mich selbst verletzt habe. Es geht einfach darum, dass man sich selbst verletzt fühlt und dass man selbst diesem Schmerz irgendwie Ausdruck verleihen möchte oder auch weniger Schmerz empfinden möchte. Trotzdem glaube ich heute, dass ich weg davon bin, auch wenn ich im Hinterkopf weiß, dass man das nicht so endgültig sagen kann, weil das natürlich immer wieder umschwenken kann. Und was mir eben auch ganz wichtig nochmal ist zu sagen, Selbstverletzung, das ist Selbsthass, das ist Verzweiflung und das ist eben keine Arroganz oder Narzissmus oder was weiß ich, was da immer den Patienten unterstellt wird. Das ist einfach ein richtig heftiges Problem. Also bei Borderline ist generell so, dass, glaube ich, ganz, ganz viele Vorurteile herrschen. Deswegen möchte ich es eben auch öffentlicher machen, weil es ist so, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn Borderline nett ist, dann heißt es manipuliert. Und wenn man nicht nett ist, dann provoziert man. Heute möchte ich euch mal ein bisschen über meine Psychiatrieaufenthalte bzw. meine Aufenthalte in der geschlossenen erzählen. Wie ich es jetzt gerade schon vorweggenommen habe, wenn ich in der Psychiatrie war, war ich immer in der geschlossenen Station. Das liegt einfach daran, dass man, wenn man akut eingeliefert wird, sei das jetzt wegen Eigengefährdung oder wegen Fremdgefährdung, immer erstmal in der geschlossenen landet. Was ich sogar eher denke, ist, dass gerade mal die Leute, die nichts damit zu tun haben, also nicht nur die Betroffenen, ins Internet gehen sollten und sich mal irgendwie damit befassen sollten oder darüber reden, sich fragen sollten, was habe ich eigentlich für eine Meinung dazu? Und das ist ja genau das Problem in der Gesellschaft. Die wissen halt kaum was drüber und haben halt auch eigentlich kaum eine Meinung dazu und werden dann irgendwann damit konfrontiert und können dann nicht richtig damit umgehen. Hallo Leute, wir sind gerade unterwegs nach Metzingen in die Outlet City. Wir wollen uns ein paar Sachen kaufen. Dann kommen eben auch oft so Reaktionen wie, ja, aber du siehst doch ganz normal aus und du hast doch gerade gelacht oder sowas. Und dann kann das ja alles gar nicht sein, dann geht es dir ja gar nicht so schlecht. Man hat halt immer das Gefühl, die Leute denken, ja, jemand, der eine Behinderung hat, muss gleich auch anders aussehen. Dann, ja, da sieht man nochmal ein Bild. Da konnte ich schon stehen. Und zwar habe ich immer an so einem Puppenwagen, das war so ein Haber-Puppenwagen aus Holz,
wo meine Eltern immer so richtig schwere Steine reingelegt haben, dass der halt so schwer ist, dass er nicht umkippt. Und daran habe ich halt laufen gelernt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass ich jetzt vom Gesicht her nie so behindert aussehe, wie es vielleicht manche Leute erwarten. Dass sie denken, oh, die sieht vom Gesicht ja ganz normal aus. Wie hat die, was hat die? Hey ihr Lieben, heute gibt's wieder ein Video von mir. Und zwar soll es heute um das Thema Beziehungen, Partnerschaft als Behinderter gehen. Das ist schon eine schwierigere Sache. Gerade halt, ich bin ja 18 und so Jungs im gleichen Alter, die haben meiner Meinung nach so ein bisschen andere Sachen noch im Kopf. Die legen auf andere Sachen Wert, die Freundin vielleicht erfüllen muss. Es ist halt oft so, dass man mitkriegt, dass viele Vorurteile da sind bei Jungs, die dann denken, das und das geht nicht, das und das geht nicht. Und dann noch weniger mit mir darüber sprechen. Was macht für mich das perfekte Mädchen aus? Okay, das perfekte Mädchen. Ja, schwierig. Also mein Verhältnis zum Mädchen ist nicht das Beste, sag mal. Klar werde ich normal behandelt, gut behandelt von Mädchen, aber es ist immer so, diese Distanz da. Nee, der ist anders, der sitzt im Rollstuhl, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist aber, wie gesagt, auch, glaube ich, normal, weil man eben in dem Alter ist, wo man möchte, dass der Freund ein Sportler ist, dass der gut aussieht, dass der einem helfen kann, wenn man irgendwie ein Problem hat. Und dass jemand den retten kann, wenn man irgendwie in einer Problemsituation ist. Und so jemand kann ich eben in manchen Situationen einfach nicht sein. Herzlich willkommen bei unserem neuen Video von ADTV. Heute werde ich Angela interviewen, und zwar mit 100 Fragen. Die habe ich mir aus dem Internet rausgesucht. Sie weiß bisher noch von keiner Frage was. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Es heißt ja auch oft, Borderline wären beziehungsunfähig, kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Finde ich es auch wieder ein Vorurteil, aber es ist halt schon oft schwierig in Beziehungen. Und gerade diese Verlassensängste, also dann kann halt mal sowas kommen wie, ich habe solche Angst, dass er mich verlassen könnte, weil ich ihn so sehr liebe, dass ich selber dann beschließe, ihn zu verlassen, damit er mich nicht verlassen kann. Was ja an sich eigentlich total bescheuert ist. Und da muss er dann halt irgendwie damit umgehen können und dann irgendwie wissen können, okay, das ist jetzt wieder nur so eine Aktion, was eigentlich, also eigentlich total verdreht ist und was ich dann auch selber im Nachhinein total bescheuert und dämlich einfach nur finden denke, was war da wieder mit mir los? Aber sowas tritt halt auf und das ist dann halt, also ich bin da nicht immer einfach, muss ich sagen. Was ist dir wichtiger, Sicherheit oder Freiheit? Ich glaube Sicherheit. Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch? Dass ich es tatsächlich schaffe, die Ideale, die ich habe, beizubehalten und irgendwann zu verwirklichen, anstatt erkennen zu müssen, dass sie in der Welt nicht zu verwirklichen sind. Wir haben uns wirklich gern und wir haben wirklich, also mittlerweile kennen wir uns so, wie wir sind und lieben uns einfach so, wie wir sind. Und das ist halt was ganz Besonderes, einfach irgendwo anzukommen und einen Menschen zu haben, mit dem man wirklich, den man genauso schätzt, wie er ist. Das finde ich so wichtig, dass die Menschen davon erfahren und auch den Umgang, eben auch diese Hemmschwellen auch verlieren. Dass sie nicht mehr Angst haben, mich anzusprechen, weil ich nicht den Augenkontakt mit ihnen halten kann. Und dann, wenn sie merken, dass man ganz normal mit mir reden kann, dann vergessen sie halt auch, dass ich blind bin. Vielleicht ein bisschen ranzoomen, ja. Sind noch etwas weit weg. So? So ist super. Stopp. Zur Fotografie bin ich als Blinde dazu gekommen. Eine Fotografin, die hier in Berlin gelebt hat, die hatte in der Schweiz schon mit dem Thema begonnen, wie das ist, zu fotografieren, wenn man nichts sieht. Und wollte das hier in Berlin fortsetzen und hat dann blinde Teilnehmer gesucht. Und ich war die Einzige, die sich da gemeldet hat. Und ihre Arme hat sie vor ihrer Brust. Guck mal, wir müssen nicht von hier, wa? Jetzt hast du so die Hand und Brust und Teil vom Gesicht drauf. Und wenn ich fotografiert hatte, da hat sie auch fotografiert. Und dann haben wir später die Bilder gemeinsam betrachtet. Und sie hat dann mir so erzählt, was sie darauf sieht. Und hat dann mich gefragt, was ich dabei empfunden habe, als ich das Foto gemacht habe. Oder was ich dabei gehört habe. Oder geglaubt habe, was es sein könnte, was ich da gehört habe. Und da habe ich gemerkt, das geht ein Fenster zu der Welt auf, die ich vor vielen Jahren verlassen habe. Und mit der Malerei ist es so ähnlich. Habe ich so ein ganz
innere Zufriedenheit auch bekommen. Das ist auch für mich eine ganz tolle Sache, um den Menschen auch wieder so ein anderes Gefühl zu geben, zu sich selber zu finden, auf sich selber zu hören und auch so eine Art Selbstbewusstsein zu entwickeln. Weil ich selber kann ja meine Bilder danach nicht sehen. Und die Leute, die meinen, die Bilder, ihre Bilder als blinde Person und dann erst später gucken sie drauf und dann dürfen sie auch diese Arbeit meistens nicht mehr verändern, also in meinem Beisein nicht. Weil ich sage, wenn ich mein Bild male, dann kann ich auch nicht selber mehr was verändern, weil ich sehe es ja auch nicht. Wie kommt es dazu, dass Menschen eigentlich so systematisch diskriminiert werden? Ich habe mir dann irgendwann für mich selbst die Frage gestellt, was habe ich eigentlich der Welt mitzuteilen, was ist eigentlich mein Redaktionskonzept? Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich wahrscheinlich nicht viel mehr mitzuteilen habe als andere Menschen, aber vielleicht eine Minute am Tag den nicht behinderten Menschen da draußen einen kurzen Einblick in das Leben eines behinderten Menschen geben kann. Dadurch, dass Menschen mit Behinderung sowieso so wenig medial stattfinden. Es ist in den Medien, aber wenn es in den Medien ist, dann meistens nicht so vertretbar, finde ich. Also ganz viel geht da dann halt in Richtung Vorurteile wieder. So, die Borderliner haben alle bunte Haare und Piercings und Tattoos und die Schule abgebrochen. Zum Beispiel ist es natürlich oft so, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie medial auftauchen, meistens nur über ihre Behinderung definiert werden. Es gibt dann keinen Nachrichtensprecher mit Behinderung, sondern wenn jemand mit Behinderung medial auftaucht, dann redet er über Behinderung für Menschen mit Behinderung. Also es ist ein Behindertenfachmagazin. Froh hingegen bin ich natürlich auch zu merken, wenn sich Dinge entwickeln. Und wir schon auch merken, dass das Thema medial mehr angekommen ist, als es vielleicht früher der Fall war. Und dass wir auch inzwischen als Experten wahrgenommen werden in eigener Sache und nicht immer nur über uns geredet wird, sondern zunehmend auch mit uns. Hallo und guten Tag. Heute bin ich auf dem Weg nach Ludwigsburg und halte heute und morgen dort jeweils einen Vortrag über meine Arbeit bei den Sozialhelden und das Studieren mit Behinderung und überhaupt ganz allgemein mein Engagement rund um das Thema Mensch mit Behinderung, Inklusion und Barrierefreiheit. Wir haben keine Ampelführung für Blinde hier und daher gehe ich lieber nicht allein über diese Straße. Wo ich mir auch noch wünschen, dass es noch mehr so Leitlinien gibt, wo ich weiß, aha, da ist ein Kaufhaus und da ist vielleicht noch eine Haltestelle und so eine Sache. Also, dass es eben also noch ein bisschen mehr freier wird im öffentlichen Raum. Also ich bin in einem Elektrorollstuhl unterwegs. Das bedeutet, jede Treppe und jede Stufe, die größer als, sagen wir, 3 oder 4 Zentimeter sind, ist ein Problem für mich. Weswegen ich auch lieber davon spreche, dass ich in meinem Alltag behindert werde, als dass ich selber behindert bin. Denn ich würde viel mehr Dinge machen, wenn die Örtlichkeiten oder die Räume zugänglich sind. Herzlich willkommen zum neuen Video. Wie bereits angekündigt, gibt es heute ein Video zum Thema Studieren mit chronischer Erkrankung und Behinderung. Bei einer psychischen ist ja eben so, das sieht man nicht. Also theoretisch kann ja jeder hingehen und behaupten, dass er Depression oder was auch immer hat. Also das Krasseste, was ich bisher zu hören bekommen habe, war eben, dass man an einem Suizidversuch ja selber schuld ist. Wenn ich deswegen fehle, dann kann ich das natürlich nicht irgendwie als Attest oder was auch immer halt einreichen, weil das habe ich ja willentlich getan und dann bewusst meine Hausaufgaben nicht gemacht. Und wo ich dann denke, also ganz ehrlich, wenn ein Mensch versucht, sich umzubringen, denkt ihr doch nicht, ich mache jetzt zuerst mal noch meine Hausaufgaben fertig oder sowas.
was behindert Menschen eigentlich? Ne? Also es sind Treppen, es sind Stufen, es ist, sagen wir mal, fehlende Untertitel im Fernsehen, es sind bürokratischer Wahnsinn, den Menschen mit Behinderung tagtäglich auf sich nehmen müssen, um alleine von A nach B zu kommen. Ich bin noch nie alleine Bus gefahren oder Bahn gefahren, das habe ich mich bisher noch nicht getraut. Ich bin ich werde immer gebracht, wenn ich irgendwo hin möchte. Was ist das? Das ist ein Rollator, da stelle ich mich dann ran. Und hier oben, wo ihr diese Griffe seht, ja, da halte ich mich ganz normal fest. Wenn man weiß, man hat jeden Tag irgendwie was zu tun oder man muss jeden Tag irgendwie zur Therapie gehen, weil man eben eine Behinderung hat, dann ist die Behinderung selber jeden Tag irgendwie eine Herausforderung. Klar ist mein Leben anders, aber ich versuche es nicht so kompliziert zu halten. Also ich will viel selber machen, mach viel selber. Ich bin eben gerade selber nochmal einkaufen gefahren, bei meinem Friseur und so. Also alles ganz normale Dinge. Nur eben, dass ich zwei Räder habe und keine, also ich habe Beine, aber die benutze ich in dem Sinne nicht so oft wie meine Beinräder. Wenn ich irgendwie auf den Schalter drücken könnte und sagen könnte, ich habe sie nicht mehr, würde ich es nicht machen, weil ich glauben würde, dass ich halt auch ganz viel von der Empathie einfach verlieren würde oder von meiner Persönlichkeit. Es ist ja wirklich, also man kann es Persönlichkeitsstörung nennen oder ich nenne es halt Teil meiner Persönlichkeit. Und irgendwie will ich die halt nicht verlieren, weil ich bin halt der Mensch, der ich bin. Ich möchte Menschen gerne Mut machen, also sich nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und sich auszuprobieren und nicht auf andere zu hören, die sagen, du, das geht nicht, mach das lieber nicht, sondern dass man selbst erfährt, wo die Grenzen sind. Und darum ist es wichtig, dass man eben an die Öffentlichkeit geht, damit die Menschen sehen, es gibt für mich keine Grenzen. Ich probiere das aus und wenn es mir keinen Spaß macht, dann mache ich das eben nicht. Und das ist eben auch das Motto der Behindertenbewegung, die sagt, nichts über uns ohne uns. Und momentan findet aber immer noch in meinen Augen zu viel das über uns ohne uns statt, anstatt uns mit einzubeziehen. Und das macht mich traurig. Meine Wünsche und Ziele für die Zukunft sind, dass ich, wie gesagt, selbstständig leben kann, dass ich eine eigene Wohnung habe oder eine WG mit Freunden wäre auch ganz cool. Vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster werde. Schon, dass ich einen Job habe, dass man da so eine sichere Zukunft hat. Dann natürlich irgendwann einen Freund zu haben, dann irgendwie zu heiraten oder ein Kind zu kriegen, sind schon so Zukunftswünsche und dass körperlich halt alles relativ gut weiterläuft. Für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass wir uns mehr einander begegnen, also dass Menschen mit und ohne Behinderung mehr gemeinsame Räume haben. Dass die Menschen gar kein Problem mehr haben, dass es andere Menschen gibt, die anders sind, egal ob ich nun eine schwarze Hautfarbe habe oder eben blind bin, dass sie einfach ganz locker damit umgehen können und ja, also als wenn es gar nichts ist.